Ich bin der Jan Paul, ich studiere interkulturelles Management und Kommunikation, bin derzeit jetzt im 6. Semester. Ja, und ich war im letzten Semester, im Austauschsemester in Moskau an der Higher School of Economics. Mein Name ist Nora, studiere Energiemanagement im 6. Semester jetzt und komme gerade aus 5 Monaten Hawaii wieder. Also ich bin Sebastian Gimmi, im 5. Semester interkulturelles Management und Kommunikation. Mein Auslandssemester habe ich in Taiwan, genauer gesagt in Kaohsiung verbracht. Ich habe zuvor schon 2 Jahre in Asien verbracht und habe daher so eine leichte Asien-Affinität entwickelt. Und deswegen wollte ich eben mein Auslandssemester auch in Asien verbringen. Und da ich speziell auch Chinesisch lernen wollte, habe ich mich für Taiwan sehr interessiert. Ich bin Laura und studiere KKM. Und ich war in Australien, in Melbourne, für ein halbes Jahr an der Victoria University. Die meisten unserer Studierenden aktuell, wir sprechen ja über das aktuelle Re-Entry, waren 90% unserer Studierenden im Ausland. Die kommen aus dem Ausland zurück und gehen gleich in das Praktikum. Und da wollen wir die Studierenden begleiten. Re-Entry heißt, sie kommen zurück in unser System. Sie waren in einem anderen System, weltweit an Hochschulen, sei es irgendwie, eigentlich auf jedem Kontinent waren unsere Studierenden. Und die führen wir wieder, wollen wir wieder in unser System zurückführen, da wollen wir ihnen helfen. Das ist auch nicht immer so einfach, wenn ich woanders war, in einem anderen System, wieder zurückzukommen. Also man ist nicht nur ein paar Stunden in der Zukunft, zeittechnisch gesehen, es ist auch einfach alles anders. Man läuft auf der falschen Straßenseite, eckt immer erst ein bisschen an. Wenn man sich dann dran gewöhnt hat, dann ist es hier wieder eine Umstellung. Ja, und auch das Leben läuft ganz anders. Und die Idee war einfach, zum einen einen Austausch, eine Plattform zu schaffen, wo Sie Ihre Erfahrungen austauschen können. Es gab heute Präsentationen, die gestern vorbereitet wurden, die regionenspezifisch aufgemacht waren. Insgesamt 10 Präsentationen, die auch hochschulweit ausgeschrieben waren. Ja, es ist einfach nochmal so ein Austausch. Ich finde es sehr interessant zu erfahren, was die anderen so für Erfahrungen gemacht haben in den anderen kulturellen, sag ich mal, kulturellen Regionen. Ich habe in der Zeit, wo ich in Melbourne war, halt auch schon einen Blog geschrieben, um selber für mich das so ein bisschen zu reflektieren. Heute ist aber ganz interessant, weil wir halt von den anderen hören natürlich, was die so gemacht haben. Und da freue ich mich drauf und vor allem halt alle wiederzusehen. Und das Re-Entry bedeutet also, die Studierenden haben erstmal einen hohen Redebedarf. Ja, jeder war ja an einer anderen Hochschule. Re-Entry heißt erstmal eine Austauschplattform. Unsere Studierenden können sich austauschen. Sie stellen wechselseitig vor, wo sie im Ausland waren und auch diejenigen daheim geblieben sagen, was sie zu Hause gemacht haben. Also ich glaube, am größten waren die kulturellen Unterschiede im asiatischen Raum. Da gab es eine sehr interessante Präsentation heute. Ja, Russland war wohl sehr verschieden. Also ich habe davor immer gedacht, dass ich ein relativ geduldiger Mensch bin und flexibel, anpassungsfähig und bin hier und da dann in Russland doch auch schon an meine Grenzen gekommen. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ne? So bürokratische Angelegenheiten, die werden sehr kompliziert gestaltet und ist sehr oft davon abhängig, ja, auf wen man trifft. Ja? Und ja, das macht einen zum Teil dann schon ein bisschen wahnsinnig. Da helfen wir aber allein schon, sage ich mal, bei dem ersten Kulturschock. Wir haben ein sehr pfiffiges International Office, die begleiten auch die ganze Zeit über unsere Studierenden, wenn sie im Ausland sind, weil bei manchen klappt es ja nicht. Ja? Also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein Klischee, aber es ist schon so, in Deutschland läuft es meistens halt doch einigermaßen rund. Man bucht seine, oder man belegt seine Module und es klappt einigermaßen. Ja, auch wir haben Abkommen mit Hochschulen getroffen, aber manchmal werden dann plötzlich die Module nicht angeboten. Und dann sind die ein bisschen hilflos auch im Ausland. Auch da hilft bei uns das International Office. Also ich denke, in der Form, wie wir das machen, ist das schon sehr speziell. Es gibt sicher von anderen International Offices Angebote zur Vor- und zur Nachbereitung. Meistens sind die länderspezifisch und freiwillig, also sicher nicht für eine ganze Jahrgangsgruppe. Das wäre an großen Hochschulen organisatorisch in der Form auch gar nicht möglich. Also ich denke, so wie wir das machen und auch gerade die Verbindung dann zu schaffen, vom 5. Semester in die Vorbereitung ins Praktikum, das ist sicher was, was es sonst in der Form nirgends gibt. Ich habe die Studierenden jetzt die letzten beiden Tage gesehen, ich bin völlig begeistert immer, weil das ist ein gigantischer Schritt. Wenn die Studierenden im Ausland waren, wow, da denke ich mir, da kommen nochmal ganz andere Menschen. Manchmal erkenne ich Studierende gar nicht mehr, weil die haben in diesem halben Jahr so einen fantastischen Schritt gemacht, unglaublich.